Herzlich willkommen zur letzten Vorlesung Grundlagen der Umweltchemie für dieses Jahr. Ich werde mich bemühen, dass wir heute ein bisschen im Stoff noch vorankommen und dass wir das große Gebiet Klimakrise, Klimawandel, Klimakatastrophe heute abschließen, sodass wir im neuen Jahr dann mit dem zweiten großen Teil der Ozonschicht und dem Ozonloch beginnen können. Was uns noch fehlte, waren einige Informationen zu den Kipppunkten. Und wir hatten beim letzten Mal aufgehört mit dem El Niño-Effekt. Und den muss man in einem größeren Kontext sehen, nämlich die El Niño-Southern Oscillation-Beziehung. Die Southern Oscillation, dabei handelt es sich eher um ein atmosphärisches Problem, wir werden es näher noch uns anschauen. Und beim El Niño eher um ein Phänomen der Meeresströmungen. Und ich habe hier mal eine Folie vorbereitet. Also der sogenannte El Niño ist ein nicht periodisches Phänomen, also das heißt, der tritt nicht in gleichmäßigen Abständen auf. Im langjährigen Mittel haben wir ungefähr alle 4 Jahre ein El Niño-Phänomen, aber das ist sehr ungefähr nur. Und was dabei passiert ist, dass in normalen Jahren der Südostpassat das warme Wasser von der Küste Südamerikas in Richtung Südostasien wegtreibt. Und wenn Oberflächenwasser entfernt wird, kann das kalte Grundwasser oder das vom Meeresboden nachströmen nach oben und vermischt sich dort mit dem warmen Oberflächenwasser. Jetzt ist dieses kalte Tiefenwasser sehr, sehr nährstoffreich und das führt dann dazu, dass da ein großer Fischreichtum auftritt. Und gerade in Peru leben die Fischer sehr stark von diesem Fischreichtum. In El Niño-Jahren ist jetzt der Südostpassat so abgeschwächt, dass dieser Nachstrom von kaltem Wasser zum Erliegen kommt. Das Oberflächenwasser kriegt kein kaltes Grundwasser mehr. Es erwärmt sich sehr stark, Plankton stirbt ab, die Nahrungskette bricht zusammen und die Fischpopulation geht extrem runter, was dann in Peru immer, also in regelmäßigen Abständen, Hungerjahren auch führt. Und wir können uns das noch mal ein bisschen näher hier anschauen auf dieser Folie. Jetzt schalte ich mich gerade mal wieder dazu. Ja. Okay, auf dieser Folie sehen wir links oben die normale Wetterlage, in der der Südostpassat das Oberflächenwasser, also ich zeige es mal hier, das Oberflächenwasser von der Küste, hier ist Südamerika, hier ist Südostasien, wegtreibt, dadurch kann das kalte Oberflächenwasser aufsteigen, vermischt sich hier, kühlt hier das Wasser ab und das ist sozusagen die Normalbedingung. In El Niño-Jahren dreht sich das Ganze um und das Oberflächenwasser wird jetzt in Richtung der Küste von Südamerika getrieben. Dadurch haben wir hier eine große Temperatursteigerung und wenn wir uns das mal hier auf einer Karte anschauen, dann ist diese Temperatursteigerung im Bereich von Südamerika bis zu 5 Grad Celsius in der Meerestemperatur. Wenn wir El Niño-Jahre erwähnen, müssen wir gleich auch La Niña-Jahre erwähnen. Die werden in der Literatur manchmal gar nicht extra aufgeführt, weil der La Niña-Effekt im Grunde nur ein sehr starker Effekt der normalen Verteilung ist. Ja, also eine sehr starke Normalwetterlage, die hier zu sehr tiefen Temperaturen führt. Also tiefer als normal bezeichnet man auch als La Niña-Phänomen. Und hier unten sieht man die Abfolge von El Niño, das sind die roten, und La Niña, das sind die blauen. Also La Niña-Jahre sind da immer zu kalt, El Niño-Jahre sind hier immer zu warm und man sieht, es ist tatsächlich sehr ungleichmäßig verteilt. Ja, es ist wirklich nur im Schnitt, dass es alle 4 Jahre auftritt. So. Damit kommen wir hier schon mal tatsächlich zu einer Falschfarbendarstellung der Meerestemperatur. Und das war der in jüngster Zeit aufgetretene stärkste El Niño-Effekt. Das war 1997. Und was wir hier sehen, ist die Temperaturverteilung im Pazifik im Jahr 1997. Und da sehen wir, wie weit hier tatsächlich diese Temperaturanomalie vor der Küste, also hier ist Peru, vor der Küste Perus bis in den Pazifik reinreicht. Ja, das reicht hier fast bis nach Indonesien rüber. So, ich hatte ja gesagt, man muss das Ganze immer im Zusammenhang sehen.
Ja, die Winde, die das antreiben, sind ja der Südostpassat. Und dieses gesamte Luftdruck-Windsystem nennt sich die Southern Oscillation. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz hier wieder rausnehmen. So, sonst verdecke ich ja die Hälfte. Also diese Southern Oscillation bezeichnet ein System von Luftdruckänderungen über den Pazifik. Und zwar genauer gesagt zwischen Tahiti im Zentralpazifik und Darwin in Nordaustralien. Und das wird bezeichnet auch als der Southern Oscillation Index. Und das ist die Luftdruckdifferenz eben zwischen diesen beiden Messstationen. Und was unten in dieser Grafik hier gezeigt ist, das sind jetzt auf dieser Skala die Luftdruckdifferenzen eben zwischen Tahiti und Darwin. Und wenn wir da eine positive Differenz haben, dann sind das die Ausschläge nach oben und die korreliert immer mit La Niña-Jahren. Wenn wir hier einen negativen Luftdruckausschlag dieses Southern Oscillation Index haben, dann sind es diese roten Spitzen und die korrelieren hier immer mit El Niño-Jahren. Und wir sehen das letzte starke El Niño-Jahr mit einer so großen pazifischen Temperatur war 2016. Und 2016 ist auch eines der wärmsten Jahre global gewesen. Das deutet schon darauf hin, dass der El Niño Southern Oscillation Complex auch was tatsächlich mit dem globalen Klima zu tun hat, eben nicht nur mit dem Klima im Pazifik. Und deswegen fasst man diese beiden Dinge auch zusammen, den El Niño und den Southern Oscillation Index, und man bezeichnet es insgesamt dann als INSO oder ENSO. Und es gibt so einen gemeinsamen Index für beide Größen, das ist der ENSO-Index, und der ist hier mal gezeigt für verschiedene Jahre. Und auch hier ist die Farbkodierung wieder so, dass die starken El Niño-Jahre, eben hier diese Skala hier endet im Jahr 2016, das war ein sehr starkes El Niño-Jahr, in Rot abgebildet sind und die La Niña-Jahre in Blau. Und das Problem hierbei ist jetzt, dass wir tatsächlich einen Rückkopplungsmechanismus auch hier vermuten können, dadurch, dass El Niño-Jahre im Pazifik eine zu hohe Temperatur erzeugen und dadurch die atmosphärischen Strömungsverhältnisse auch ändern können, ist es möglich, dass sich diese El Niño-Ereignisse im Grunde selbst verstärken und dass El Niño Jahre zumindest häufiger werden und somit auch die Chance, dass wir global eine überdurchschnittliche Temperaturerhöhung haben, wird dadurch größer. Hier ist mal gezeigt, wie sich, also im nächsten Diagramm, was ich euch gleich zeigen werde, wie sich die El Niño Southern Oscillation mit den Jahren geändert hat. Ich schalte das gleich mal wieder hier ein. Also das ist dieses Diagramm hier, auch hier wieder nach oben El Niño, nach unten La Niña-Jahre, hier zu hohe Temperatur, hier zu niedrige Temperatur. Und was wir hier ganz schön sehen in dieser Darstellung ist, dass die Amplituden des INSO, also des El Niño Southern Oscillation Complexes, dass diese Amplitude größer wird. Ja, wir fangen hier bei relativ kleinen Amplituden an und im Schnitt können wir hier schon eine Erhöhung erahnen, aber dafür brauchen wir deutlich mehr Daten. Abgesehen von dem globalen Effekt, den El Niño und La Niña haben, sind natürlich die katastrophalen Auswirkungen auf die Meerestierpopulation vor der Westküste von Südamerika von Belang und dadurch als Folge auch eine starke Änderung der Niederschlagsverhältnisse. Und wir haben jetzt einige Kippelemente schon betrachtet und das möchte ich jetzt hier nochmal ein bisschen zusammenfassen, weil diese Kippelemente tatsächlich nicht nur isoliert betrachtet werden können. So wie wir gesehen haben, dass die thermohaline Zirkulation, also in dem Fall, was wir betrachtet haben, der Golfstrom, nicht ein reines Phänomen ist, was zwischen
dem Golf von Mexiko und dem Nordatlantik passiert, sondern dass die Meeresströmungen in allen Weltregionen im Grunde in dieses Phänomen mit einbezogen sind. Auf die Art und Weise beeinflussen sich sehr viele Kippelemente. Und es besteht die Möglichkeit, also diese Theorie wird diskutiert, dass Kippelemente einander auch auslösen können. Man nennt das den Dominoeffekt. Dass also das Auslösen eines Kippelementes die Bedingungen so ändern, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Kippelement ausgelöst wird, dadurch steigt und das wiederum ein weiteres Kippelement auslöst, sodass nacheinander die Kippelemente wie Dominosteine umfallen. Und ja, was wir hier sehen, und das hatten wir im Grunde als Wechselwirkung von Kippelementen auch tatsächlich schon beschrieben, das ist das Schmelzen des grönländischen Eisschildes, stellt ein Kippelement dar. Und wir haben auch gesehen, dass wir unter Umständen da schon relativ nah dran sind, dieses Kippelement zu erreichen. Das steht in engem Zusammenhang mit dem Abbruch dieser atlantischen thermohalinen Zirkulation, also dem Golfstrom, weil der Grund, auch den hatten wir schon besprochen, ist, das Oberflächenwasser wird durch das Schmelzwasser sozusagen verdünnt. Ja, also Schmelzwasser ist ja salzfrei, das heißt, der Salzgehalt sinkt, das heißt, die Dichte des Wassers sinkt und damit sinkt die Möglichkeit, dass das schwerere Salzwasser hier absinkt auf den Meeresgrund und das würde zu einem Zusammenbrechen eben dieser Zirkulation führen. Außerdem nimmt natürlich die Temperatur des Oberflächenwassers zu und wir wissen, also kaltes und salzreiches Wasser hat eine große Dichte und durch das Verdünnen erniedrigen wir den Salzgehalt und gleichzeitig durch das Verdünnen mit etwas wärmerem Wasser erhöhen wir die Temperatur, sodass beide Effekte dahin gehen, dass dieser Kipppunkt tatsächlich auch diesen Kipppunkt auslösen kann. So, das nächste, was wir hier haben, ist das El Niño-Phänomen, was einen Kipppunkt darstellt, zu einem Absterben des Amazonas-Regenwaldes führen kann, ja, durch die geänderten Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf das Klima, sodass wir hier, das wäre auch sozusagen ein neuer, stabiler Zustand, dass wir hier in dem Bereich gar keinen tropischen Regenwald mehr haben, dass sich diese beiden Kippelemente hier gegenseitig beeinflussen. Wenn die thermohaline Zirkulation zusammenbricht, wir hatten ja gesagt, die stellt im Grunde ein Zirkulationssystem aller Ozeane dar, dann hat das natürlich ganz starken Einfluss auch auf die Erwärmung im südlichen Pazifik. Und diese Erwärmung hier, das hatten wir auch gesehen, die führt, weil das Meerwasser von unten die in der Westantarktis im Meer endenden Gletscher abschmilzt, zu einem Abschmelzen der Gletscherbasis, zu einem verstärkten Nachrutschen der Gletscher, sodass dieses Eisschild instabil wird. Und auch das ist ein Kippelement. Auf die Art und Weise sehen wir, wie die einzelnen Kippelemente tatsächlich stark miteinander verbunden sind. Die Veränderung der Niederschlagsverteilung durch jetzt El Niño, La Niña Jahre, aber auch durch die große Temperaturänderung, ja, also ein starker globaler Temperaturanstieg, führt natürlich zu einem verstärkten Verdampfen von Wasser und das führt zu einer verstärkten Wolkenbildung, die sich natürlich tendenziell abregnen müssen, sodass wir lokal und zeitlich eine starke Niederschlagsverteilungsänderung haben. Und jetzt für unsere Breiten ist es so, dass im Winter die Winter niederschlagsreicher werden und die Sommer dafür niederschlagsärmer. Das ist ein Phänomen, was wir jetzt schon über viele Jahre beobachten. Und das führt natürlich dazu, dass einige Oberflächengewässer im Sommer fast komplett austrocknen und die Auswirkungen gerade auf Moore, die ein sehr effizienter Kohlenstoffspeicher sind, ist sehr groß. Und eben jetzt nicht nur jetzt mal ab vom Klimaeffekt, hat das natürlich auch einen enormen Effekt auf die Artenvielfalt hier bei uns. Ja, wenn also solche sehr artenreichen Oberflächengewässer und Moore auch austrocknen, dann nimmt die Artenvielfalt in diesen Biosphären, in diesen Habitaten stark ab. Und ein ganz praktischer technischer Einfluss ist
auch der Spiegel der Oberflächengewässer, also der Fließgewässer, nimmt ab, weil natürlich die Einspeisung abnimmt. Und das hat gerade im Sommer starke Auswirkungen auf die Schifffahrt, und die musste in den letzten Sommern schon mehrfach eingeschränkt werden, weil der Pegelstand so stark abgesunken ist, dass die Schiffe da einfach nicht mehr fahren konnten. Und viele unserer Kraftwerke liegen an den großen Flüssen und beziehen ihr Kühlwasser daraus. Und auch deren Leistung muss bei niedrigem Pegelstand eingeschränkt werden, weil sonst würde ihr Kühlwasser die Temperatur der Flüsse so stark erhöhen, dass die Ökosysteme darin absterben würden, weil einfach diese starke Temperaturerhöhung nicht kompatibel ist mit den Lebensbedingungen, die normalerweise da herrschen, sodass ihre Leistung im Sommer bei niedrigem Wasserstand eben stark untergeregelt werden muss. Ja, wenn diese Kippelemente ausgelöst werden, hatten wir ja gesehen, haben wir einen, also eine Änderung der Niederschlagsverteilung. Wir haben eine Änderung der Eisbedeckung des Meereises in der Arktis, des Grönlandeises im Norden und des antarktischen Eisschildes, hauptsächlich in der Westantarktis, die dann anfangen abzuschmelzen bei der Temperaturerhöhung. Und dieses Abschmelzen führt jetzt natürlich zu einer Erhöhung des globalen Meeresspiegels. Und das wollen wir jetzt im Folgenden uns mal ein bisschen detaillierter angucken. Also erstmal ein paar Fakten zum Meeresspiegel und dazu schauen wir einfach in die Vergangenheit. Während der letzten Warmzeit vor 35 Millionen Jahren waren beide Pole komplett eisfrei. Und man weiß, dass damals der Meeresspiegel 70 Meter höher lag als heute. Also das vollständige Abschmelzen des arktischen und antarktischen Eises würde zu einem Anstieg des Meeresspiegels um 70 Meter führen. Die letzte Warmzeit, in der die polaren Temperaturen höher waren als heute, die war vor 125.000 Jahren, da war der Meeresspiegel ungefähr 4 bis 6 Meter höher als heute. Und die Folge davon ist, ungefähr vor 9.000 Jahren sah die Nordsee so aus. Also wenn wir uns das hier mal anschauen, dann haben wir hier die Umrisse dessen, was heute Großbritannien ist. Wir haben hier in dem, was heute die Nordsee ist, große Landgebiete. Das war Doggerland, das war ein sehr, sehr fruchtbares Gebiet. Und wir wissen ja alle, dass wir heute hier im Grunde abgeschnitten haben. Das hier alles ist heute Nordsee. Wir sehen auch, dass die Strömungen der Flüsse haben sich komplett verändert. Das hier ist der Zufluss des Rheins. Hier haben wir die Themse, die mündeten in das, was ja heute der Kanal ist. Und wir sehen hier den beeindruckenden Brexit, den die Natur uns bescheren konnte, nämlich mit dem kompletten Abtrennen von den britischen Inseln, eben durch den Anstieg des Meeresspiegels seit 9.000 Jahren. Und wir reden jetzt also tatsächlich von Zeitskalen, die nicht im Bereich von Millionen oder Hunderttausenden Jahren liegen, sondern wenigen tausend Jahren. Und wir sehen, wie sich Kulturlandschaften vor 10.000 Jahren, haben gerade in Doggerland sehr viele Menschen gelebt, wie sich Kulturlandschaften auch auf kleineren Zeitskalen dramatisch ändern durch den Anstieg des Meeresspiegels. Und um das nochmal zu illustrieren, was es für uns heute bedeuten würde, nehmen wir an, vom heutigen Stand aus hätten wir 7 Meter Meeresspiegelzunahme, dann wären die in rot gekennzeichneten Gebiete hier alle überflutet. Das heißt, natürlich alle ost- und westfriesischen Inseln wären verschwunden, große Teile von dem nördlichen Teil der Niederlande wären weg, ja, hier ist Amsterdam. Das Meer würde sich bis weit südlich, hier ist Hamburg, von Hamburg erstrecken und würde große Bereiche von Bremen und hier von Ostfriesland komplett unter Wasser setzen. Ja, und auch hier im westlichen Teil, also hier oben Dänemark,
hätten wir dramatische Landverluste. Jetzt ist 7 Meter natürlich viel. Was passiert bei 3 Metern? Und ich mache nochmal hin und her. Der Effekt zwischen 7 Meter und 3 Meter ist gar nicht mal so riesig. Ja? Also Nordholland wäre immer noch verschwunden im Grunde. Und deswegen gehen wir jetzt mal noch weiter zurück und schauen uns 1 Meter. Also selbst bei 1 Meter haben wir hier noch große Landverluste. Und um das nochmal ganz klar zu machen, bei 20 Zentimetern ist der Unterschied zu 1 Meter gar nicht mehr so groß. Und das ist natürlich, weil die Geografie hier so ist, dass wir hier extrem flaches Land haben, sodass für die Überschwemmung der Unterschied zwischen 20 Zentimetern und 1 Meter gar nicht sehr viel ist. Also wir sehen, wenn wir uns denken, ach, was sind schon 20 Zentimeter, mehr Meeresspiegel, jede Welle hat eine gute Höhe von 10, 15, manchmal 20 Zentimetern. Der Effekt tatsächlich auf das Land ist enorm. Und das sind Auswirkungen, die uns heute bereits massiv betreffen. Jetzt ist es natürlich so, Deutschland und vor allen Dingen Holland haben natürlich lange Erfahrung im Deichbau. Und das ist eine Erfahrung, die jetzt kleine pazifische Staaten so nicht haben. Und die sind natürlich genauso durch einen Meeresspiegelanstieg von 20 Metern bis einem halben Meter bedroht. Aber die sind sofort existenziell bedroht. Ja, wir können ja keine Deiche bauen, so wie bei uns, die diese 20, vielleicht sogar einen halben Meter noch abpuffern könnten. Und dort heißt 20 Zentimeter tatsächlich wirklich Land unter. Und diese Inseln müssen im Grunde dann aufgegeben werden und werden zum Teil schon aufgegeben. Also hier sehen wir, wie die Klimakrise tatsächlich auch unser Leben in relativ kurzer Zeit deutlich verändern wird. Ja, und damit kommen wir zum nächsten großen Kapitel, nachdem wir jetzt so ausführlich besprochen haben, was eigentlich für die Erwärmung der globalen Temperatur oder für die Erhöhung der globalen Mitteltemperatur verantwortlich ist. Und wir gesehen haben, dass ein Großteil dieser Erwärmung auf die Zunahme von CO2 zurückzuführen ist. Wollen wir jetzt mal anschauen, wie können wir CO2 denn vermindern? Und ich gehe jetzt direkt mal weg von dem, was das Naheliegendste ist. Das Naheliegendste ist natürlich, die Verbrennung von fossilen Energieträgern stark einzuschränken, beziehungsweise komplett zu beenden. Das wäre der massivste Beitrag, den die Menschheit liefern könnte zur Verminderung des CO2. Ich möchte jetzt in der Vorlesung hier, weil es ja immer eine Vorlesung aus dem Bereich der Chemie ist, mal anschauen, was können wir denn tun, um CO2, was bereits in der Atmosphäre ist, zu vermindern. Der Grund dafür ist, dass viele der Szenarien des ICCP darauf beruhen, dass CO2 nicht nur vermindert wird, sondern langfristig auch aus der Atmosphäre entfernt wird. Das heißt, wir werden gewisse Klimaziele nur dann erreichen können, wenn wir den CO2-Gehalt der Atmosphäre aktiv verringern. Ja, nicht nur passiv, indem wir weniger emittieren, sondern zusätzlich zu dieser geringeren Emission muss noch ein aktives Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre erfolgen. Und das eine kann Anstrengungen im anderen Bereich nicht ersetzen. Also wir können nicht sagen, weil wir jetzt Methoden besprechen, die CO2 mindern können, können wir auf der anderen Seite mit der Emission weiter fortfahren wie bisher. Das würde nämlich eben nicht zu dieser Reduktion führen, die wir brauchen. Also wir wollen jetzt im Einzelnen Verfahren zur CO2-Minderung besprechen und dazu möchte ich erstmal auf das Kreislaufwirtschaftsgesetz eingehen. Und das beruht auf der wichtigen Abfallpyramide und die Basis. Das, was erreicht werden muss, ist hier oben zu sehen. Das ist nämlich die Abfallvermeidung. Danach kommt die Wiederverwertung, danach kommt das Recycling, danach die Verwertung. Und am schlechtesten, also am Spitzenende der Pyramide, ist die Beseitigung zu sehen.
Und jetzt erstmal, was ist nach diesem Kreislaufwirtschaftsgesetz ein Abfall? Abfall sind alle Stoffe, derer sich der Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Und ich finde, das ist eine sehr gute Definition auch von CO2. CO2 im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist ein Abfallprodukt und die Basis der Pyramide zur Abfallvermeidung oder zum Abfall ist eben die Vermeidung. Und alles andere, was wir jetzt besprechen werden, ist eigentlich auf dieser Pyramide auf einer schlechteren Rang, also auf einem schlechteren Rang. Und unser Plan B muss also, Plan A muss also die Vermeidung dieses Abfalls, des CO2 sein. Und der Plan B ist dann irgendwo unten zwischen Recycling, Verwertung und Beseitigung angesiedelt. Verwertung wäre, wenn wir das CO2, was wir aus der Atmosphäre entfernen, tatsächlich irgendwie umwandeln können in chemische Produkte, die wir noch brauchen können. Beseitigung wäre das Carbon Capture and Storage, CCS, wo man das also aus der Atmosphäre entfernt und dann dauerhaft irgendwo deponiert. Ja, das wäre also sozusagen das ganz untere Ende dieser Pyramide. Und in diesem Zusammenhang möchte ich den Begriff der negativen Emissionen nochmal beschreiben. Negative Emissionen sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, um bereits emittiertes CO2 der Atmosphäre wieder zu entziehen. Und wozu brauchen wir die? Hier ist nochmal gezeigt. Also in diesem Diagramm sehen wir, dass wir, im Moment sind wir ja hier, 2020, selbst wenn wir hier den Peak der Emissionen erreichen und sie dann stark abnehmen, dann müssen wir bis zum Jahr, und naja, das ist jetzt die Frage, ob wir in 2040, 2050, 2035 bereits unsere Emissionen auf Null gedrosselt haben müssen, müssen wir aber zusätzlich zu den Emissionsminderungen, die hier oben beschrieben sind, negative Emissionen, also entfernen das CO2 tatsächlich schon mit berücksichtigen, um auf unser Nettobudget, was wir noch haben, was eben mit 1,5 oder schlimmstenfalls mit 2 Grad Erwärmung noch in Einklang steht, erreichen zu können. So. Und ja, welche Möglichkeiten haben wir denn, diese CO2-Emissionen zu vermindern? 90% der anthropogenen CO2-Emissionen kommen aus Verbrennung von fossilen Energieträgern. Und das heißt Energiesparen. Ja, weil das meiste beim Verbrennen der fossilen Energieträger wird zur Energieumwandlung, wir nennen es einfach mal Energieerzeugung, aufgewendet. Eine Möglichkeit auf sogenannte Biokraftstoffe dabei zu wechseln, ist keine gute Alternative, aus mehreren Gründen, auf die können wir jetzt in dieser Vorlesung nicht so detailliert eingehen, aber natürlich steht die Erzeugung von Biokraftstoffen in der Konkurrenz zur Erzeugung von Lebensmitteln. Ja. Das heißt, wir entziehen Lebensmittel dem Weltmarkt, steigern dadurch die Preise. Das heißt, das kann nicht die Lösung sein. Es kann auch aus ökologischen Gründen keine Lösung sein, weil die Produktion dieser Biokraftstoffe einen großen Einsatz von Pestiziden erfordert. Und natürlich haben die Auswirkungen auch auf die Ökobilanz, die diese Bio in Anführungszeichen Kraftstoffe haben. Des Weiteren werden bei der intensiven Landwirtschaft auch große Mengen an Stickoxid freigesetzt. Stickoxid ist ein wesentlich potenteres Treibhausgas als CO2 und somit ist tatsächlich hier die Bilanz für die Biokraftstoffe überhaupt nicht positiv zu sehen. Ein sehr guter Ansatz ist natürlich durch echte regenerative Energieträger zu ersetzen, nämlich in erster Linie mal Solar und dann aus der Solarenergie abgeleitete Energieformen. Ja, Wind ist ja auch nur eine andere Form der Solarenergie. Wir haben ungleichmäßige Erwärmungen verschiedener Bereiche der Erde, dadurch Luftdruckunterschiede, die werden ausgeglichen, dadurch entstehen Windsysteme und diesen Wind können wir ausnutzen. Wasserkraft. Wasserkraft ist Solarenergie. Ja, durch
Die Sonne verdunstet Wasser, die Wolken regnen ab. Wenn das in höheren Gebieten passiert, haben wir ein höher liegendes Wasserreservoir mit einer potenziellen Energie. Wenn wir diese potenzielle Energie umwandeln in kinetische Energie, können wir daraus Energie gewinnen. Ja? Dann haben wir noch Geothermie. Geothermie ist nicht direkt Sonnenenergie, aber auch hier haben wir große Möglichkeiten. Wir haben Gezeitenkraftwerke. Ja? Also wir können auch die Energie, die in der Bewegung des Meerwassers steckt, ausnutzen. Alles das sind Möglichkeiten, Energie aus fossilen Energieträgern zu substituieren durch Energie aus regenerativen Energiequellen. Auch hier gilt aber weiterhin, Energie sparen ist die beste Methode, CO2-Emissionen zu minimieren. Wenn wir aus technischen Prozessen CO2 emittieren, dann tritt da das CO2 oft in sehr konzentrierter Form auf. Diese sehr konzentrierte Form eignet sich besonders gut, um es zu entfernen. Und dieses Entfernen kann dann dazu führen, dass wir das CO2 komprimieren und irgendwo speichern. Ja, das wäre sozusagen das ganz schlechte Ende der Abfallpyramide. Oder was wir wenigstens machen können, ist es in Grundchemikalien umzuwandeln, die man dann wieder verwenden kann. Und da haben wir mehrere Möglichkeiten, Produkte zu erzeugen. Und die wichtigsten sind Methan, Methanol und Ameisensäure. Und jetzt schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Wir haben, wenn wir CO2 umwandeln wollen, CO2 ist ein sehr stabiles Endprodukt. Und jetzt kann man sich vorstellen, thermodynamisch ist es sehr schwierig, daraus was Sinnvolles wieder zu machen. Und was hilft dem Chemiker oder der Chemikerin, wenn eine Energie stark gehemmt ist? Zum einen, weil sie thermodynamisch gehemmt ist und zum anderen, weil hohe Aktivierungsenergie zwischen den Edukten und den Produkten liegt, diese Aktivierungsenergie abzusenken durch die Verwendung von Katalysatoren. Das senkt eigentlich nicht die Aktivierungsenergie ab, sondern eröffnet einen alternativen Reaktionspfad, der unter geringerer Aktivierungsenergie ablaufen kann. So, diese Verfahren benötigen aber alle eine große Menge Energie und das kann nur dann sinnvoll sein, wenn diese Energie auch tatsächlich wieder aus regenerativ erzeugten Strom wie Windkraft oder Solaranlagen hergestellt wird. Ja, und dann gibt es jetzt verschiedene Konzepte. Das ist das P2G, Power-to-Gas-Konzept. Bei dem wird Solar- oder Windenergie, also ich nenne das jetzt mal regenerative Energie, umgewandelt in Methan oder Wasserstoff, um sie zu speichern erstmal. Das Problem bei der Sonnenenergie und der Windenergie ist, dass sie einfach nicht vollkommen gleichmäßig auftritt. Ja, ich meine, das Naheliegendste ist, in der Nacht haben wir zumindest aus Photovoltaik keinen Energieeintrag. Wind haben wir Tag und Nacht, aber natürlich haben wir im Tagesrhythmus oder auch im Wochenrhythmus stark sich ändernde Sonneneinstrahlungs- und Windverhältnisse. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, in Zeiten, wo wir mehr Energie zur Verfügung haben, als wir brauchen, diese Energie zu speichern für Zeiten, in denen wir weniger haben. Und eine Möglichkeit ist die Umwandlung eben in Methan oder Wasserstoff. Und das nennt man Power to Gas. Andere Möglichkeiten sind Power to Liquid. P2L, da macht man flüssige Treibstoffe oder Kraftstoffe, die eben dann zum Beispiel zum Betrieb von Kraftfahrzeugen verwendet werden können. Kraftfahrzeuge, die in diesem Modell dann tatsächlich noch mit Verbrennungsmotoren laufen würden. Oder P2C, Power to Chemical, da werden Grundchemikalien aus diesem grünen Strom gewonnen. Und das erste wichtige Verfahren ist die Umkehrung der Wassergas-Schiff-Reaktion. Also was ich hier hingeschrieben habe, ist schon diese Umkehrung. Die eigentliche Wassergas-Schiff-Reaktion macht aus CO und Wasser CO2 und H2. Und dieser Prozess ist normalerweise exotherm, also Energie wird frei. Wenn wir die Reaktion umdrehen, wird daraus natürlich eine endotherme Reaktion, sodass CO2 plus H2 gibt CO und H2O. Ein Katalysator braucht und wir verwenden dafür
Nickelkatalysatoren. Wir brauchen, weil die Reaktion endotherm ist, ja, wir verschieben endotherme Reaktionen auf die Produktseite, indem wir hohe Temperaturen anwenden. Wir brauchen hohe Temperaturen. Und ab etwa 700 Grad wird die freie Enthalpie, die freie Enthalpie ist das, was bestimmt, ob eine Reaktion freiwillig abläuft. Wenn die negativ ist, dann läuft die Reaktion freiwillig ab. Und wie machen wir die negativ? Naja, die freie Enthalpie Delta G ist ja Delta H minus T Delta S. An dem Delta H können wir erstmal nichts drehen, das ist mehr oder weniger temperaturunabhängig. Aber der Term T Delta S, ja, da geht natürlich die Temperatur ein und der wird umso stärker negativ, es ist ja minus T Delta S, je höher die Temperatur wird. Und somit wird irgendwann der minus T Delta S Term so groß und so negativ, dass er den positiven Delta H Term überwiegt und wir eine negative freie Reaktionsenthalpie bekommen und die Reaktion spontan, also freiwillig ablaufen kann. Für diese Reaktion brauchen wir Wasserstoff, ist ja oben gezeigt. Und natürlich ist das Ganze nur dann sinnvoll, wenn dieser Wasserstoff klimaneutral gewonnen wird, also aus Elektrolyse, der aus grünem Strom hergestellt wurde. So, jetzt ist die Frage natürlich, was kann man mit diesem CO machen? Das CO kann man sehr schön in einem sehr alten, bekannten Prozess mit Wasserstoff zu Methan umsetzen, das nennt sich den Sabatier-Prozess. Und diese Reaktion ist exotherm, das ist die oberste von den beiden Reaktionen, die ich hier zeige. Also hier haben wir schon ein Produkt, was wir natürlich auf alle Fälle verwenden können. Eine Modifikation des Sabatier-Prozesses setzt CO2 direkt ein und setzt es mit Wasserstoff. Und auch hier natürlich nur sinnvoll, wenn es grüner Wasserstoff ist, mit grünem Wasserstoff um zu Methan. Auch hier haben wir Nickel- oder Kobaltkatalysatoren. Hier sind die Temperaturen etwas niedriger, 200 bis 700 Grad. Eine Modifikation davon ist schon seit langer Zeit bekannt. Das ist die Fischer-Tropsch-Synthese, bei der wird durch Kohlevergasung Synthesegas, also das ist dieses Gemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff, erzeugt. Und daraus kann man dann Methan herstellen. Fischer-Tropsch hatte eine große Bedeutung während des Zweiten Weltkriegs, weil ja, Deutschland einfach keinen Zugang zu den Erdölquellen hatte. Aber Kohlevorräte waren vorhanden und dadurch wurden eben Kohlevorräte verwendet, um daraus CO herzustellen und aus dem CO im Fischer-Tropsch-Verfahren dann synthetische Kraftstoffe. Ja, und jetzt, wir dürfen natürlich keine Kohle dafür verwenden, wie im klassischen Fischer-Tropsch-Verfahren, sondern wir müssen, wie in diesen Prozessen angegeben, Kohlendioxid, was sich in der Atmosphäre schon befindet, verwenden. Es gibt zusätzlich zu diesem klassischen Sabatier, also diesem chemisch-klassischen Sabatier, neue Verfahren. Das sind die sogenannten Bio-Sabatier-Prozesse. Und die habe ich hier mal in der nächsten Folie gegenübergestellt. Also auf der linken Seite das klassische, wir gehen mit Wasserstoff und CO2 in einen Reaktor. In diesem Reaktor haben wir unseren Katalysator aus Nickel auf Aluminiumoxidträger oder Ruthenium auf Aluminiumoxidträger. Und unter hohem Druck, 6 bis 20 Bar, hoher Temperatur, 240 bis 450 Grad Celsius, erreichen wir eben eine Umsetzung zu Wasser und Methan. Das können wir dann abtrennen und dann haben wir unser gewünschtes Produkt. Auf der rechten Seite sehen wir das, was man als Bio-Sabatier-Prozess betrachtet. Das Substrat ist in dem Fall unser CO2 und das wird mit Bakterien umgesetzt, also mit methanogenen Bakterien umgesetzt, mit Wasserstoff, der in diesem Reaktor durchgeblubbert wird. Man hat ganz normale Druckverhältnisse, also ein Bar, ja, kein erhöhter Druck. Und wir haben Temperaturen, die für diese methanogenen Bakterien optimal sind. Das sind 40 bis 60 Grad Celsius. Und dann entsteht in einem Schritt daraus Methan und der Gärrest, der dann verworfen wird. So, es ist auch eine Möglichkeit bei anderer Reaktionsführung, direkt Ameisensäure, auch ein sehr wichtiges Zwischen- und auch Endprodukt in der chemischen Industrie.
auch diese Reaktion direkt. CO2 plus Wasserstoff führt zu Ameisensäure, ist ein exothermer Prozess. Aber dieses Gleichgewicht liegt ganz weit auf der Seite der Edukte. Ich habe es hier ja schon als Gleichgewichtsreaktion formuliert. Da das Produkt aber eine Säure ist, gibt es einen relativ einfachen Weg, wie man das auf die rechte Seite ziehen kann. Ja, ihr wisst, ein chemisches Gleichgewicht verschiebe ich da immer auf die Seite, wo ich das Produkt entferne. Und man kann eine Säure sehr leicht entfernen, indem man sie neutralisiert, also mit einer Base in ihre Salze überführt. Somit wird die Säure aus dem Gleichgewicht entnommen und das Gleichgewicht wird auf die Seite der Säure gezogen. Und man kann die Ameisensäure in Form ihrer Salze, also der Formiate, dann aus diesem Gleichgewicht entfernen und das Gleichgewicht dadurch verschieben. Ein ganz interessanter, relativ neuer Ansatz, so neu ist er jetzt auch nicht mehr, arbeitet mit überkritischem CO2. Und dieses überkritische CO2 ist zum einen natürlich Reaktionspartner, aber gleichzeitig auch Lösungsmittel für diese Reaktion. Und der metallorganische Ruthenium-Komplex, der hier als Katalysator dient, und eine nicht flüchtige Basis in einer ionischen Flüssigkeit, die eben die Formiate erzeugt, werden in diesem überkritischen CO2 kombiniert. Und wir haben also gleichzeitig zwischen der überkritischen Phase vom CO2 und der ionischen Flüssigkeit ein Gleichgewicht, einen Phasenübergang, sodass das H2 und das CO2 von der überkritischen CO2-Phase in die ionische Flüssigkeit übergeht. In der liegt jetzt mein Katalysator vor, die Umsetzung zur Ameisensäure erfolgt und diese Ameisensäure geht dann wieder über in die überkritische CO2-Phase und kann von da entfernt werden und auf die Art und Weise haben wir dann unsere Ameisensäure gebildet. Ein weiterer Prozess, den wir direkt durchführen können, ist Kohlenmonoxid oder auch CO2 reagieren zu Methanol. Methanol ist ganz interessant in diesem Zusammenhang, weil Methanol im Gegensatz zu den anderen, Ameisensäure ist auch eine Flüssigkeit, aber natürlich CO und Methan sind Gase, die sind relativ schwer zu handhaben. Methan ist darüber hinaus ein sehr effizientes Treibhausgas. Das heißt, wenn wir Methanverluste haben, dann machen wir die Situation zum Teil noch schlimmer, sodass wir flüssige Produkte eigentlich bevorzugen würden. Und wir sehen beide Reaktionen, die ich hier aufgeschrieben habe, negatives Delta H, sind exotherme Prozesse und die Katalysatoren, die hier zum Einsatz kommen, sind Ceroxid auf einer Kupferoberfläche. Und Methanol ist als Treibstoff gar nicht so bekannt. Naja, doch, vielleicht, das wird ja eingesetzt tatsächlich, um die Energiedichte von klassischen Treibstoffen zu erhöhen. Also früher wurde den Motorkraftstoffen im Rennsport tatsächlich Methanol beigemischt, um den Brennwert des Kraftstoffes deutlich zu erhöhen. Ein wirklich interessanter Fakt ist, dass Methanol bei Raumtemperatur mehr Wasserstoff enthält als flüssiger Wasserstoff, den wir bei minus 253 Grad verflüssigen können. Also Methanol hat mehr Wasserstoff als Wasserstoff an sich. Das muss man natürlich irgendwie erklären. Und das habe ich hier mal vorgerechnet. Also wir brauchen erstmal die Dichte von Methanol. Die ist 800 Gramm pro Liter. Ja, das ist ein bisschen geringere Dichte als Wasser. Wasser hat 1000 Gramm pro Liter. Also ein Liter Methanol enthält 100 Gramm Wasserstoff. Wie kriegen wir das raus? Ja, wir nehmen die Dichte, 100, nehmen die Anzahl der Wasserstoffatome, die wir drin haben, das sind 4, also wir haben 4 Gramm pro Mol und dividieren das durch die Molmasse von unserem Methanol, das sind 32 Gramm pro Mol. Also das heißt, ein Liter Methanol enthält 100 Gramm Wasserstoff. Wie groß ist die Dichte von flüssigem Wasserstoff an seinem Siedepunkt, also bei minus 253 Grad?
bis 71 Gramm pro Liter. Flüssiger Wasserstoff hat eine verdammt geringe Dichte. Und das heißt, 71 Gramm pro Liter heißt, ein Liter Wasserstoff enthält 71 Gramm Wasserstoff. Ein Liter Methanol enthält aber 100 Gramm Wasserstoff. Also ist der Wasserstoffgehalt in einem Liter flüssigem Methanol größer als der Wasserstoffgehalt in einem Liter flüssigen H2. Ja? Nur um das mal einzuordnen, warum Methanol so ein verflucht guter Brennstoff im Grunde ist. Und das führte dazu, dass Ola, auch Nobelpreisträger, einen Kreislaufzyklus, einen Methanol-Wirtschaftskreislauf entworfen hat, der CO2-neutral arbeitet und der ist auf der Basis von Methanol, und er hat noch als zweite Substanz, die da eine Rolle spielen kann, Dimethylether angegeben, ermöglicht, kohlenstoffneutral Treibstoffe und synthetische Chemikalien herzustellen und alles aus unter Verwendung nur von atmosphärischem CO2 und Wasserstoff, der dann natürlich klimaneutral erzeugt werden muss. Und dieses Schema gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch, das könnt ihr euch mal anschauen. Das Wichtige dabei ist, es ist im Sinne der Kreislaufwirtschaft tatsächlich ein geschlossener Prozess. Das heißt, wir müssen von außen keine weiteren Chemikalien, keine weiteren energieintensiven Prozesse einführen, außer solcher, die klimaneutral sind. Also dieser Methanol-Wirtschaftskreislauf ist eine ganz interessante Möglichkeit des Wirtschaftens in einem CO2-neutralen Wirtschaftssystem. So, jetzt gehe ich noch auf ein paar technische Verfahren ein. Die CO2, was wir über einen technischen Prozess emittieren, verringern können. Bei allen Verbrennungsprozessen tritt CO2 auf. Also egal, ob wir das jetzt zur Energieerzeugung verwenden oder in Müllverbrennungsanlagen, da wird es indirekt auch zur Energieerzeugung verwendet. Wir haben bei diesen Verbrennungsprozessen CO2-Entwicklung. Und dieses CO2 ist relativ stark verunreinigt normalerweise und tritt auch verdünnt auf. Verdünnt durch was? Wenn wir mit normaler Luft verbrennen, ja, normale Luft ist 78% Stickstoff und nur 21% Sauerstoff. Das heißt, das meiste in der Luft ist ja inertes Stickstoff, was unser CO2 im Endprodukt total verdünnt. Also was liegt nahe? Wir verbrennen einfach in reinem Sauerstoff und schon ist das CO2 wesentlich konzentrierter. Wir können es viel leichter entfernen. Und zum Zweiten, ein Großteil der entstehenden Wärme in einem normalen Verbrennungsprodukt nutzen wir, um das vollkommen inerte N2 zu erwärmen. N2 hat auch eine Wärmekapazität. Ein Teil der Energie brauche ich, um das NO2 zu erwärmen. Und das ist vollkommen sinnfrei. Also von diesen beiden Gesichtspunkten macht es natürlich schon Sinn, in reinem O2 zu verbrennen. Und man nennt diesen Prozess dann Oxy-Fuel-Verfahren. Dieses O2 muss natürlich jetzt auch wieder aus einem klimaneutralen Prozess kommen. In Frage kommt hier die Elektrolyse von Wasser, die auf der einen Seite Wasserstoff bildet, was wir in den Sabatier-Prozessen oder in der Methanolsynthese verwenden können, liefert aber auf der anderen Seite auch O2, was wir in diesem Oxy-Fuel-Verfahren verwenden können. Der Nachteil von Oxy-Fuel ist tatsächlich, dass durch den zusätzlichen Energieaufwand der Wasserelektrolyse der Gesamtenergieaufwand hier steigt und es heute eigentlich noch nicht wirtschaftlich ist. Oder zumindest nur in Teilbereichen wirtschaftlich ist. Hier muss durch geänderte Gesetzgebung auch eingegriffen werden, sodass wir solche Prozesse dann tatsächlich begünstigen. So, und jetzt kommen wir zu dem Verfahren, was auf der Pyramide ganz unten eingeordnet ist, nämlich das Carbon Dioxide Capture and Storage, CCS. Und da geht es darum, das CO2 abzutrennen, dauerhaft einzulagern. Eine dauerhafte Einlagerung nennen wir eine Sequestrierung. Und wir haben drei Bereiche. Erstmal müssen wir es abscheiden, das ist das Capture. Dann müssen wir es verdichten, das ist die Compression. Und dann müssen wir es speichern, das ist die Storage. Und gehen wir mal der Reihenfolge nach durch. Also um es abzuscheiden, brauchen wir irgendwas, um es rauszuwaschen aus der Luft. Und dazu dient zum Beispiel die Aminwäsche. Also man hat organische Amine und die können das CO2 anlagern bei
27 Grad. Das lagert sich daran an, wird gebunden und dann wird diese CO2-Amin-Mischung, nenne ich das jetzt mal, daran gebunden, bei hoher Temperatur, also etwa 150 Grad, wieder zersetzt. Dabei wird das CO2 in reiner Form frei, wird konzentriert und das ja, nun CO2-freie Amin wird wieder zurückgeführt. Man nennt diesen Prozess auch Strippen. Die Aminwäsche ist mit Risiken behaftet. Organische Amine sind krebserregend und deswegen ist ein anderes Verfahren eigentlich hat sich mehr durchgesetzt, das ist die sogenannte Carbonatwäsche. Dann nehmen wir eine wässrige Hydrogencarbonatlösung bei 40 Grad, die lagert das CO2 an und dann können wir in demselben Stripper, den man für die Aminwäsche nimmt, das CO2 wieder abscheiden bei diesmal nur 105 Grad und kann dadurch reines CO2 gewinnen. Man kann auch andere organische Lösungsmittel nehmen, Methanol, Pyrrolidon, Polyethylen, Glykol, Dimethylether. Die haben sehr hohe Abscheideraten, aber diese Chemikalien sind zum Teil toxisch oder sind zum Teil auch teuer, sodass eigentlich die Carbonatwäsche die Methode der Wahl ist. Hier ist mal gezeigt, wie diese Aminwäsche technisch abläuft. Auf das Diagramm gehe ich jetzt nicht ein. Wer an technischen Prozessen interessiert ist, kann das ja ein bisschen näher sich mal anschauen. Der Verfahrensaufbau ist ganz genau derselbe wie bei der Carbonatwäsche auch. Ja, ganz kurz, also wir haben hier auf der linken Seite hier den Absorber. Ja, hier wird also das Gas, was das CO2 enthält, wird das CO2 in unserem Absorber absorbiert. Dann wird die an CO2 angereicherte, hier ist das Aminverfahren, das Amin in den sogenannten Stripper überführt. Da wird es mit Dampf im Gegenstrom wieder regeneriert, das Amin wird zurückgeführt und das CO2 und entstehende Wasser wird hier kondensiert und entnommen. Ja, und bei der Carbonatwäsche haben wir hier im Absorber einfach die Hydrogencarbonatlösung. So, dann müssen wir es verdichten. Und hier ist mal auf der rechten Seite ein Verdichter gezeigt. Die haben einen extrem hohen Energiebedarf und wenn wir jetzt das CO2 aus dem Oxyfuel-Verfahren verwenden, dann verlieren wir nochmal ein bisschen Energie, das wir brauchen, um das O2 zu erzeugen, sodass wir, wenn wir die Energie aus Kohle gewinnen, einen 30-50% höheren Kohlebedarf hätten, aber das Ganze wird dann sinnvoll, wenn alle Energieformen für diese Prozesse eben auch wieder aus regenerativen Energiequellen ja, beruhen oder kommen. Und dann kommt unser letzter Prozess, nämlich die Speicherung, Storage. Und für die dauerhafte Speicherung gibt es bei uns im Grunde nur eine sinnvolle geologische Formation und das sind die sogenannten salinen Aquiferen. Das sind Sandstein-Sedimentschichten, in deren Poren Salzwasser eingelagert ist. Und dieses Salzwasser kann bei hohem Druck durch CO2 ersetzt werden. Und ab 800 Meter Tiefe haben wir so hohe Drücke, dass unser CO2 tatsächlich in überkritischen Zustand übergeht und damit dauerhaft gespeichert werden kann. Das muss natürlich durch andere geologische Formationen im Grunde abgesichert werden. Das heißt, wir brauchen eine undurchlässige Deckschicht, die verhindert, dass das CO2 über lange Zeiträume doch wieder an die Atmosphäre gelangt. Und viel schlimmer wäre es, wenn es in kurzen Zeiträumen passiert, weil CO2 natürlich erstickend ist. Das heißt, das muss auf alle Fälle verhindert werden. Das Problem beim Ersetzen von Wasser in diesen Aquiferen, salinen Aquiferen ist, dass wir hohe Drücke brauchen, um das CO2 einzulagern. Und manchmal liegt dieser Druck über dem Verformungsdruck und der Zugspannung der Gesteine. Die verändern sich dadurch, die fangen an, übereinander zu gleiten. Und dadurch habe ich Erdbeben. Und das ist zum Beispiel bei einem Versuch, CO2 zu verpressen in der Nähe von Basel passiert. Deswegen wurden diese Versuche dort auch wieder eingestellt, weil diese Erdbeben tatsächlich so stark waren,
dass dadurch oberflächliche Schäden aufgetreten sind. Man kann CO2 auch in alten, abgeteuften Kohleflözen speichern. Da wird es oberflächlich an den Kohleresten absorbiert und ist da auch mehr oder weniger dem Wiederaustreten entzogen. Ein Teil des CO2, was wir ja auf die Art und Weise in die abgeteuften Kohleflöze bringen, verdrängt auch da vorhandenes Methan. Und dieses Methan muss dann natürlich sauber abgeschieden werden, damit es nicht in die Atmosphäre kommt und dann eine größere Treibhausgaswirkung entfaltet, als dem CO2 innewohnen würde. Also die Frage, okay, das waren jetzt alles Verfahren, mit denen wir CO2 aus technischen Prozessen anfallend während des technischen Prozesses entziehen, können wir nicht einfach das CO2, was in der Luft ist, entziehen. Und da ist das Problem natürlich, dass der Gehalt in der Luft sehr klein ist. Erinnert euch, 400 ppm im Moment, also 0,04%. Bei technischen Verbrennungsprozessen haben wir 10, 20, 30% CO2 im Abgas. Die lassen sich natürlich leichter entfernen als 0,04%. Und das Verfahren zur direkten Abtrennung aus der Luft heißt Direct Air Capture. Und hier ist mal so eine Anlage gezeigt, das ist von der Firma Climeworks. Und die verwenden dann das CO2, um, und jetzt hier im Hintergrund gezeigt, in Treibhäusern, in geschlossenen Treibhäusern, Pflanzenkulturen mit CO2 zu begasen und dadurch die Ausbeute dort zu erhöhen und gleichzeitig das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. In Hellisheiði, das ist auf Island, gibt es ein Geothermiekraftwerk und da hat diese Firma Climeworks in Zusammenhang mit den Kraftwerksbetreibern eine Anlage aufgebaut, um das CO2 direkt zu mineralisieren. Mineralisieren heißt, es wird an Basalt gebunden, geht eine chemische Reaktion ein, bildet Carbonate und diese Carbonate werden direkt da gespeichert, wo der Basalt ist. Das heißt, ich hole den nicht raus und lagere CO2 ein. Ich bringe das CO2 zum Basalt. Und was passiert da? Also wir fangen das mit diesen großen Ventilatoren, die hier gezeigt sind, aus der Atmosphäre ein, absorbieren es auf Filtern. Das können jetzt verschiedene Filtermaterialien sein. Wenn der Filter gesättigt ist, wird er erwärmt. Ja, wir hatten gesehen, der Strip-Prozess ist immer bei höherer Temperatur. Die Geothermie liefert aber viel Prozesswärme. Die können wir nehmen, um das CO2 zu entfernen. Das CO2, was freigesetzt wurde, wird unter hohem Druck in Wasser gelöst. Dieses Wasser wird in 700 Meter Tiefe in Bohrlöchern gepumpt, reagiert dort mit dem Basalt zu Carbonaten. Das ist ein irreversibler Prozess. Hier auf der linken Seite ist der ganze Prozess nochmal gezeigt. Und hier auf der rechten Seite sehen wir so einen Bohrkern, der aus der Tiefe entnommen wurde. Das Ganze hier ist Basalt. Hier sehen wir die Poren. Und hier sehen wir, wie sich in einzelnen Poren hier schon nach kurzer Zeit diese weißen Kristalle, das sind die Carbonate, eingelagert haben und das CO2 auf diese Art und Weise der Atmosphäre entzogen haben. Im Moment sind die Kosten noch sehr hoch. Ein Upscaling, was durchgeführt wurde, zeigt, dass wir, wenn wir die Anlagen halt höher skalieren, mit Kosten von 100 bis 150 US-Dollar pro Tonne abgeschiedenem und auf 150 Grad komprimierten CO2 rechnen können. Also 100 bis 150 US-Dollar pro Tonne muss man jetzt in Relation setzen zu dem Schaden, der durch eine Tonne CO2 in der Atmosphäre hervorgerufen wird. Der müsste eigentlich kompensiert werden durch eine entsprechende Steuer darauf. Und das heißt, wenn wir die Steuer tarieren würden im Bereich zwischen 100 und 150 US-Dollar, könnten wir dieses Geld tatsächlich nehmen, um das CO2 zu entfernen, mit diesem Verfahren, Direct Air Capture. Es ist die Frage, ob die, also es ist keine Frage, es ist natürlich so, Island ist nicht groß genug, es gibt nicht genug Basalt, es gibt nicht genug Fläche, um tatsächlich hier alles CO2 zu entfernen, aber es geht jetzt natürlich darum, andere Standorte zu evaluieren, die dieselben günstigen Bedingungen haben. Also billige geothermische Energie, das ist eine grüne Energie,
die hohe Abwärmekapazität hat, und im Untergrund Basaltgestein, was dann gleichzeitig das CO2 dauerhaft binden und entfernen kann. Ja, damit bin ich mit dem Kapitel dann doch durchgekommen. Also wir haben jetzt in dem Kapitel Klimakrise gesehen, wodurch wird die verursacht, wie sind die Auswirkungen, und wir haben ein paar Aspekte gesehen, wie kann man die Hauptverursacher, nämlich das CO2, entfernen. Auf andere Aspekte bin ich gar nicht eingegangen, auf das Methan, also aus Mangelanzahl, auf die Stickoxide, auf das Lachgas. Methan und Lachgas sind hauptsächlich Produkte, die bei der Landwirtschaft entstehen und bei der heutigen Form des Landwirtschaftens entstehen. Methanemissionen ganz stark aus der Fleischwirtschaft. Und natürlich gibt es da Ansätze, die jetzt nicht großtechnisch sind, sondern mehr individuell, also zum Beispiel Übergang auf eine vegetarische oder noch besser vegane Lebensweise, die jedem Einzelnen ermöglicht, den Methanfußabdruck oder auch den Stickoxidfußabdruck zu verringern. Das soll hier nur mal ganz kurz erwähnt sein. Wie gesagt, die Vorlesung bietet nicht den Raum, um alle diese Aspekte zu beleuchten. Ja, damit haben wir das für dieses Jahr tatsächlich noch geschafft, das Kapitel ganz abzuschließen. Wie gesagt, im nächsten Jahr werden wir dann das nächste große Kapitel, das Ozonloch. Also erstmal, warum bildet sich überhaupt eine Ozonschicht, wodurch wird die abgebaut, besprechen. Und dann werden wir noch zum dritten großen atmosphärischen Thema kommen. Das ist die Schädigung durch Luftschadstoffe. Und da in erster Linie mal Smog-Ereignisse. Und dann haben wir die ganze Atmosphärenchemie tatsächlich in diesem Semester abgeschlossen. Ja, jetzt bleibt mir nur, euch schöne Festtage zu wünschen, einen guten Rutsch, und natürlich bleibt gesund, und wir hoffen, oder ich hoffe, ich sehe euch im neuen Jahr bei dieser Vorlesung alle wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.